Paratischtennis ist eine der ältesten Parasportarten überhaupt. Wurde schon 1960 bei den Paralympics gespielt. Ist eine der inklusivsten Sportarten, weil einfach jeder mit jedem spielen kann. Also beim Tischtennis spielt man bis 11 Punkte einen Satz und in der Regel 3 Gewinnsätze. Also einer muss 3 Sätze gewinnen. Man hat immer 2 Aufschläge und dann wechselt das. Beim Tischtennis gibt es 11 Wettkampfklassen. 1 bis 5 sind die Rollstuhlfahrer. Dann geht es weiter mit Wettkampfklasse 6. Das ist die am stärksten gehandicapte Stehenklasse. Und dann geht es bis 10. Beim 10 ist das geringste Handicap. Nicht zu vergessen, wir haben auch noch eine 11. Wettkampfklasse. Das sind die Spieler mit intellektueller Beeinträchtigung. Meine Beeinträchtigung bezieht sich hauptsächlich auf die Beine. Also ich kann einfach nicht so schnell diese kleinen Sidesteps am Tisch machen. Mir fällt es ganz schwer, in die weite Vorhand die Bälle zu bekommen. Man versucht halt durch gezieltes Training, das so minimal wie möglich zu halten im Prinzip. Oder sich Wege zu finden, auch in der Art, wie man spielt oder wie man die Bälle platziert, dass man im Nachhinein am besten nicht so angespielt wird, dass man schlecht dasteht sozusagen.